Geht ab. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlogeres Freitag. Und ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ich bin voll müde. Oh Gott. Und werde jetzt mein Trampolin-Workout machen. Fabio liegt noch im Bett. Der schläft noch, der muss später arbeiten. Irgendwie um 2, glaube ich. Und ich muss in die Hafenkantine. Und wir haben heute später haben wir noch was Cooles vor. Und heute Abend arbeiten wir beide. Glaube ich, dass wir beide arbeiten. Also ich arbeite auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Fabio auch arbeitet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt als erstes mein Workout. Fertig. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und werde jetzt gleich zur Arbeit gehen. Ah, meine Uhr. Und der Herr ist irgendwo da. Frühstück jetzt erstmal. So. Stimmt's? Wo bist du? In der Küche. Was tust du da? Ich warte auf meine Brote. So, so. So, angekommen. Ich habe gerade geparkt. Ich bin mit dem Auto heute wieder da, weil ich danach noch einkaufen muss und zur Post muss. Ach, ich will immer mit dem Aufzug fahren. Muss ich aber gar nicht. Aber weil ich jetzt gewohnt bin, die Getränke aufzufüllen und dann fahre ich mit so einem Wagen. Und dann muss ich Aufzug fahren. Aber jetzt nicht, wenn ich zu Fuß bin. So. Aber das ist so Routine, dass ich dann einfach auf den Aufzug warten will. Ja, ja, ja. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen arbeiten. Und dann gehe ich nach Hause und gehe arbeiten am PC. Und heute Abend gehe ich wieder arbeiten. Geil. So, ich bin jetzt fertig in der Hafenkantine und einmal ganz liebe Grüße an die Zuschauerin, die mich heute hier besucht hat. Liebe Grüße an dich, ich habe mich sehr gefreut. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich muss aber noch, bevor ich nach Hause fahre, zur Post und einkaufen. Genau, das mache ich jetzt als erstes. Jetzt mal Musik aus. Und dann geht's nach Hause, weiterarbeiten, Video schneiden. Jawohl. So, einkaufen nochmal. Dann wollen wir mal. So, und Nummer 2. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich war einkaufen nun bei der Post. Und habe auch gerade noch ein Paket abgeholt, was ich von Nix bekommen habe. Da können wir mal zusammen reinschauen. Und sonst, ich exportiere gerade meine Dateien. Beziehungsweise ich lade gerade meine Dateien auf den PC. Und dann werde ich das Video für morgen schauen. Schneiden, nicht schauen. Ich wollte sagen, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, oh Gott, Alter, ich bin durch, dann guckt mal auf meinem Hauptkanal vorbei, denn Fabio hat mich geschminkt. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr auf meinem Hauptkanal. Hauptsache, mir fehlt hier irgendwie die Hälfte Augenbraue. Die halbe Augenbraue, gefühlt. Ich bin durch. Ich zeige euch mal das Paket. So, das ist da drin und das sind ganz viele von den NYX Lingerie Lip Creams. Allerdings sind das jetzt wohl so andere Finishes. Und zwar, ich schau gerade mal, Gloss haben wir hier einmal. Dann Schimmer. Ich glaube, das sind 3 verschiedene, soweit ich weiß. Gloss und Glitter. Ich glaube, ich swatch die alle mal, oder? Was meint ihr? Okay, schaut mal. Ich habe das jetzt auf meinem Arm geswatcht und da sind ultra schöne Farben dabei. Mega cool. Das sind jetzt hier die... Ich will nicht lügen. Das hier, die ersten 4 Schimmer. Dann ist das, glaube ich, Glitter, die nächsten 4. Und die letzten 5 sind Glossfarben. Falls euch die interessieren, ich kann euch jetzt mal sagen, was ist. Ich habe die hier nämlich noch geordnet drin. So, also, wir fangen mal mit diesen 4 Schimmerfarben an. Die erste ist Butter. Die zweite ist Honeymoon. Und dann Eurotrash und Clear. Also das hier, wenn ihr das seht. Das ist aber voll schön auch. So, dann kommen wir zu den Glitzer. Genau, zu den Glitzerfarben. Wir fangen mit dem hier an. Das ist auch Eurotrash, aber halt Glitter.
Dann Honeymoon. Scheinbar sind das dieselben. Butter. Ja, Tatsache. Und Clear. Und das hier ist so mega geil holo. Richtig cool. Und dann kommen wir zu den Glossen. Das sind 5. Upsi. Ist Glosse, der Plural von Gloss? Keine Ahnung. Das erste hier ist Maison. Okay, das ist schon mal ein anderer Name. Dann Honeymoon, also derselbe. Butter, scheinbar jetzt doch wieder dieselben. Okay, nur eine zusätzliche. Eurotrash, genau, und dann Clear wahrscheinlich. Genau, also, wisst ihr Bescheid. Das sind die neuen NYX Lingeries und ich habe gelesen, die gibt es im Online-Shop. Ich weiß nicht, ob es die im Laden auch gibt, aber richtig, richtig, richtig cool. Danke NYX und ich schnibbel jetzt Videos. Okay, Leute, ich bin gerade dabei, mich ein bisschen fertig zu machen, während mein Video exportiert. Ich habe es fertig geschnitten. Und ich habe jetzt auf den Lippen einen von NYX, von den normalen Lingerie-Dingern. Und zwar die Farbe French Made. Allerdings, boah, ist der voll fleckig geworden, weil ich den jetzt circa 20.000 Mal aufgetragen habe. Aber egal. Und ich wollte jetzt mal einen von denen drüber machen. Und zwar einen schimmerigen. Und zwar Eurotrash. Das ist ganz nice. Ja. I like. Hallo. Hallo. Hallo, Baby. Oh, ich hau mal die Kamera gegen deine Scheibe. Wir sind jetzt im Auto. Im Auto? Im Auto. Ah. Bin noch nicht ganz fertig geworden, aber den Rest mache ich später. Oder notfalls morgen. Wir fahren jetzt in die Westfalenhalle, denn... Also nicht in, aber zur Westfalenhalle. In die Westfalenhalle. Zur Westfalenhalle, denn wir gehen jetzt zum... Aber richtig rein in die Nein, eben nicht. Denn wir gehen jetzt zum Horrorzirkus. Oder Zirkus des Horrors. Ich glaube, das heißt Zirkus. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Okay. Mit meinem Baby. Okay. Ja. Das geht jetzt zwischen meine Beine. Oh. Oh, oh. Ja, da fahren wir jetzt hin und ich bin sehr gespannt. Ich war da noch nie. Ich auch. Ich auch. Ja, meiner ist aber ernst. Also nicht so. Ich auch. Du auch nicht. Ich auch. Bin auch voll gespannt und ich freue mich voll. Toll, klasse. Ich habe aber gehört, dass das ganz cool sein soll. Auch von einer Arbeitskollegin, eine Freundin angeblich, war da auch und die meinte, das soll richtig Bombe. Ja? Ja, Alter. Was denn? Der ist voll nah. Nein, er ist voll nah. Ja, da fahren wir jetzt auf. Oh, kommt zum Himmel. Auf jeden Fall hin und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Geht dir die Luft aus? Nein, sie ist noch da. Hä? Angekommen! Wie findest du eigentlich, bin ich geschminkt? Auf jeden Fall schlechter als gestern. Ja, findest du? Ich habe das schon besser drauf gehabt. Also mir soll gefällt ich mich lieber so schminken wie du? Mir gefällt das nicht so, wie du dein Gesicht highlightest. Aber was fällt dir denn jetzt so auf im Vergleich? Mein Wing war schöner als deiner. Ja? Auf jeden Fall. Okay. Den Lidschatten habe ich auch besser drauf als du. Eindeutig. Nicht. Also siehst du jetzt, wo ich Glitzer habe und wo nicht? Ja. Und siehst du, wie viele Farben ich benutzt habe? Zwei? Nein. Das sind doch nur zwei. Nein, hier ist eine, hier ist eine, da drüber ist eine, da ist eine und da ist eine. Ach so, ne. Das sieht für mich aus wie nur zwei. Nein. Was fällt dir noch so auf? Was so wunderschön ist. Oh, Baby, ich klebe. Ich weiß, dein Lipgloss. Der klebt ein bisschen. Guck mal, wie viel Hornhaut ich an den Händen habe. Oh. Durchs Training, ja, Gefahr. Oh. Oh mein Gott, ich heule. Wir sind aber ziemlich spät dran. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich hab Angst ein bisschen. Viel Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mich hat jemand am Bein gefasst. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott. Hat dich auch jemand am Bein gefasst? Oh mein Gott. Oh Gott! Das war geil. Das war gruselig. Oh. Ja. Wie? Hallo! Das war ja.
Nein. Zwölf? Zwölf. Also hier ist, oh sorry, hier ist die Arzneimittelausgabe. Da gibt es so Spritzen und so. Ja, ja. Da ist die Essensausgabe. Fabio war gerade bei der Urinprobe. Bei der Urinabgabe. Und da ist Getränke und Schnecks. Willst du auch was trinken? Wollen wir uns was mitnehmen? Ich würde sagen, wir haben einfach mal Premium-Plätze. Wir sitzen so direkt vorne. Oh mein Gott, wenn die Leute mich anfassen oder irgendwas mit mir machen, ich heule. Wenn das so im Real Life ist, bin ich der herbste Schisser. Ne? Zocken und gucken ist kein Ding, aber so Real Life mache ich mir schon ein bisschen in die Hose. Oh, verdammt, das heißt so. Thank you.
Alter, die sehen nichts. Was? Die sind blind. Oh Gott. Wir sind wieder zu Hause. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich muss mich planen. Ich muss nämlich jetzt auf die Arbeit. Fabio kommt in einer halben Stunde nach. Und kurzes Fazit. Es war mega cool. Also ich fand es richtig cool. Und du? War auf jeden Fall geil. Also es war richtig lustig. Man kann es auf jeden Fall empfehlen. Es war aber mehr lustig als vor Genau, Ort. Es war richtig lustig. Und die Artisten-Sachen waren auch mega geil. Ja. Also es war echt richtig gut. Also ist nur zu empfehlen. War mehr Schauspielleistung als... Ja, du hast da eine Flusse, weil das war einfach mega lustig. Oh, ein Pickelchen. Oh, ich lege dir die Fluse dahin. Ja, alles klar, wir sehen uns gleich auf der Arbeit. Ja. Wir uns später, wenn ihr die Chance habt, da irgendwie hinzugehen, die Möglichkeit, macht das. Ist richtig cool. Ja. Preis-Leistung. So, ich bin jetzt zu Hause. Das war ein ultra langer Tag. Und ich werde mich jetzt so schnell es geht abschminken und die Katzen füttern und dann versuchen, so schnell es geht schlafen. Ich muss nämlich morgen früh raus, also gleich, ich muss gleich wieder aufstehen. Das wird eine sehr kurze Nacht und ich kann halt nach der Arbeit auch nicht direkt einschlafen. Aber ich gebe mein Bestes. Und dann bin ich gleich wieder wach. Wir sehen uns. Bye, bye.